Verantwortung für den heutigen Tag hat Babette, hier in Grün, die vor uns steht. Ich möchte ihr auch ganz herzlich danken. Hat einiges immer wieder gebraucht, um wieder überlegen, machen. Gestern Abend noch, haben wir noch mal telefoniert miteinander und gesagt, der Weg, den wir das letzte Jahr da gemacht haben, durch den Bach durch und über Wurzeln und weiss ich was, der liegt einfach nicht drin. Und sie hat das nur abgeklärt. Und dann haben wir zur Nacht um 9 Uhr das Kommando bekommen von der Axpo. Okay, der Weg, die Straße nach, ist gesichert. Und so hat das bis gestern Abend um 9 Uhr die letzte Organisationsarbeit gebraucht. Und das, Babette hat das mit Ruhe und gemacht, was das ist. Danke herzlich. Und so freue ich mich, euch alle zu begrüßen. Sogar der Wetterbericht hat umgestellt, haben ihr alle gemerkt, oder? Als ich dann endlich noch meine letzte Mail verschickt habe, hat auch das noch geklappt. Und so dürfen wir heute, glaube ich, zuversichtlich starten, und mindestens für den heutigen Tag, dass uns auch der Himmel gut will. Ich möchte das Wort geben an Otti Weiss, am Vertreter des reformierten kantonalen Kirchenrats. Ja, und da möchte ich die besten Grüße vom kantonalen Kirchenrat überbringen. Wir wünschen euch ganz schöne Tage. Ich hoffe, dass der Wettergott mitmacht und dass alle ja, fit genug sind, um die nicht unbedingt kurze Strecke unterwegs zu machen. Und wir wünschen euch wirklich alles Gute auf dem Weg. Danke. Und so haben wir den Harald Eichhorn, ist neuer Dekan im Kanton Glarus, auf katholischer Seite, hat den Vorgängerdekan abgelöst, der dafür dann Zeit hat, mit uns unterwegs zu sein. Und dann ist der Christoph Schneider, auch der reformierte Pfarrer hier im Grosstal, und sie würden uns jetzt auf den Weg schicken mit Gebet und Gedanken. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, dann muss ich zugeben, dass ich im letzten Jahr ungefähr genauso aussah. Die Stöcke in der Hand, einen etwas merkwürdigen Hut auf dem Kopf, der für Versorgungs gesorgt hatte. Dann hatten wir entsprechendes Schuhwerk. Jetzt stehe ich hier im schwarzen Kittel, aber einfach nur, um etwas auf den Weg zu geben. Wenn man etwas mitnehmen will, dann darf das nicht schwer sein. Das muss leicht sein. Deswegen nur ein ganz kurzer Gedanke. In der Apostelgeschichte heißt das, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ein wichtiges Wort. Ich glaube, dass wir mittlerweile ein bisschen genauer hinhören, wenn wir diese Geschichte von Felix und Regula bedenken. Mir ist mein eigener Spott im Hals stecken geblieben, als ich im letzten Jahr sagte, es sei eine kopflose Veranstaltung. So war es sicher nicht gemeint. Ich würde mich heute, glaube ich, nicht mehr erdreisten, das zu sagen, nachdem Menschen für alle Welt sichtbar geköpft und hingerichtet werden. Es ist traurige Wahrheit, dass Christinnen und Christen wieder und erneut und stärker Verfolgung ausgesetzt sind. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Leicht ist das nicht, aber vielleicht ein Wort, das sich leicht behalten und mitnehmen lässt. Ich habe das sehr gern zugesagt, und zumal ja heute das Fest vom heiligen Felix und von der heiligen Regula gefeiert wird im liturgischen Kalender von unserem Bistum. Es hätte also kein besseres Datum können geben, dass ihr euch heute auf den Weg machen am Gedenktag von diesen beiden heiligen Märtyrer. Und so tue ich euch gern mit euch gern beten und euch gern das Segen spenden. jetzt nur kurz ein Segensgebet zu den David und zu den Gebeten. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, du hast uns durch Taufe und Firmung berufen, vor den Menschen Zeugnis für dich abzulegen. Wir bitten dich, segne diese Abzeichen und segne alle, welche diese tragen. Stärke sie in der Treue zu dir und führe sie vor das Antlitz deines himmlischen Vaters, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.